immer 16. Im Moment entscheidend ist gekommen, das letzte Rennen der Saison. Ja, nach der phänomenalen Leistung von Alfa Romeo in der zweiten Saison ist Devin Butlers Team AlphaTauri für ihn in greifbare Nähe gerutscht. Einen Monat später in Abu Dhabi. Das ist wahrscheinlich die letzte Folge, die wir haben in Belgien. Da müssen wir mal gucken, was wir morgen machen. Ich denke mal, das werden wir mal einfach uns ausfallen lassen. Und dann geht's nächste Woche hoffentlich weiter mit unserem Grand Prix aus Frankreich. Los geht's auf jeden Fall erstmal jetzt mit Abu Dhabi. Brian. Brian. Kasper, Cassie Boy. Cassie Boy? Großer Tag heute. Gewaltiger Tag. Ja. Das letzte Rennen deiner Karriere. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich schätze... Also ich bin total aufgeregt, das kannst du mir glauben. Wie ein Kind an Heiligabend. Weil ich zurücktrete? Du wirst heute großartig fahren, das habe ich im Gefühl. Das wird phänomenal. Denk einfach dran, was ich dir beigebracht habe. Und was genau war das? Du Witzbold. Du wirst mir fehlen, Kasper. Lass uns deine Karriere mit einem großen Knall beenden. Ja, aber nicht wortwörtlich. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Zeig sie ihn, Kasper. Bye. So. Gut. Gucken wir mal. Ich will einen Anruf. Diesmal von Zoe. Hallo? Hey, Kasper. Wie geht's dir? Gut. Nur ein bisschen. Traurig? Ja, vielleicht. Wie geht's Lilly? Gut. Wir gönnen uns gerade ein frühes Mittagessen. Willst du mit Papi reden? Warum fährst du keine Rennen mehr, Papi? Naja, dein Papi geht in den Ruhestand. Kann ich auch in den Ruhestand? Dafür musst du erst arbeiten, Lilly. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Ich mag Aiden. Aiden? Hat Mami gesagt, du sollst das sagen? Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Aiden Jackson. Tschüss, Papi. Nein, warte. Einen Moment noch, Lilly. Hallo? Aiden Jackson. So, kommen wir jetzt weiter ins nächste Kapitel oder kommt da noch was rein? Okay, geht nichts rein. Also weiter. Ja, am Renntag, Nummer 16. Jetzt kann man weiß, dass im Team beide Fahrer vorne vertraut der Feld da vorne, um den Platz in der Konstruktionswerte zu erreichen. Also wir wollen nicht das komplette Rennen fahren. Okay. Dauert also einen kleinen Moment. Bis dann gleich um das kleine Hütchen weiterkommt. Und wir gehen können. Jetzt geht's weiter. Der Jubel der Menge lässt nur einen Schluss zu. Heute ist das Rennen in Abu Dhabi. Schalten wir jetzt zu den Teams, die sich gerade bereit machen. Oder doch, das komplette Rennen, oder? Die Fahrer erwartet heute auf dem Yas Marina Circuit eine runde Länge von 5,4 Kilometern mit 21 Kurven. Es gibt ein paar Überholmöglichkeiten, darunter zwei lange Geraden und DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11. Wir werden uns also auf knappe Abstände, viel Geschwindigkeit und vor allem viel Spannung freuen dürfen. Alfa Romeo könnte AlphaTauri heute einholen, aber das wird schon noch ein hartes Stück Arbeit. Bist du immer noch überrascht, dass sie so gut abschneiden, Stefan? Ehrlich gesagt, ja. Man muss nur daran denken, wie sie letzte Saison abgeschnitten haben. Oder an die Reibereien in Kanada. All diese Feindseligkeiten auf und abseits der Strecke. Die zwei sind einfach nicht miteinander ausgekommen. Ich hatte sie schon abgeschrieben. Ja, sie haben uns wirklich überrascht, diese beiden von Alfa Romeo. Aber es kann gut sein, dass sie beide nächste Saison nicht mehr für dieses Team fahren. Stimmt, für Ackermann ist das heute das letzte Rennen. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Und es heißt auch, dass Jackson mit Ferrari verhandelt. Also ja, wer weiß. Im Hinblick auf die freie Stelle nächste Saison hält sich Ferrari immer noch ziemlich bedeckt. Angeblich wurde noch keine Entscheidung getroffen. Und sie wollen erst sehen, wie die Saison ausgeht. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Perez, Lance Stroll und Fernando Alonso. Leclerc, Butler, Norris und Carlos Sainz. Vettel, Ackermann, Aiden Jackson und Gasly. Mazepin, Ocon, Daniel Ricciardo und Mick Schumacher. Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Also dann, es wird Zeit.
Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Doch, wir waren schon komplett drin. Wir sehen heute viele Überholmanöver von Ackermann und hier noch ein spektakuläres. Warum will der denn bloß aus der Formel 1 zurück? Und was passiert denn hier? Sieht aus, als wäre Gasly aus dem Rennen. Ich weiß nicht genau warum, aber auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr gute Gelegenheit für Alfa Romeo. Denn Devin Butler muss nun ganz allein die Kastanien aus dem Feuer holen. Und er scheint einen schlechten Tag zu haben. Hier und da schleichen sich viele ein und seine Bremsen blockieren. Es ist noch alles offen. So, wie viel Runde haben wir noch? Outstanding work. We've got a chance here. Let's make that push. We're all behind you. Alles klar. Butler 6 da. Nur überhole Butler für Runde 9. Okay. Ja, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Genau, das ist nämlich unnötig vor die Karre hier. Devin's currently in sixth place. P6. Ja. Alles gut. Ja, 5 Runden zeige ich. Das ist gerade ein bisschen aufzuweichen. Also mach bei dieses, also weil sind wir nicht weg. Das war dem nächsten Dreiergrupp, die ganz da vorne irgendwo. Liegt ja gerade in die erste Kurve ein. Da sind die da. Da müssen wir. Und jetzt auf der Korn. Dann kommt Sainz. Halt vorbei und schon der Butler, das ist der nächste. Devin is directly ahead of you. Butler not far ahead now, Cass. Keep on it. So, wir haben jetzt 4 Runden Zeit, um den Abstand von ihm in den Blick zu nehmen. Jetzt habe ich ihn. Alfa Romeo hat hier die Chance, sich überraschend gegen Alfa Tauri durchzusetzen. Denn Ackermann liegt vor Butler und Jackson nicht allzu weit dahinter. Und weiter geht's. Butler schließt zu Ackermann auf und versucht, den Platz zurückzuerobern. Was wird er machen? Butler bremst spät auf der Innenbahn und es gibt Kontakt. Extrem aggressive Aktion von Devin Butler. Beide Autos drehen sich von der Strecke. Butler knallt in die Mauer und das Rennen dürfte für ihn gelaufen sein. Ja, viel zu aggressiv und er hat zu spät gebremst. Ich glaube, die Rennleitung wird sich das nach dem Rennen nochmal ansehen. Aber der Wagen von Alfa Romeo bewegt sich noch. Der Holländer kann offenbar weitermachen, Stefan. Schön zu sehen, dass er nicht aufgibt, aber er hat viel Schaden genommen. Allerdings gibt's auch noch Punkte zu holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das wird er sich auch denken. Aber schafft es Ackermanns Alfa Romeo bis ins Ziel? Alles okay, Kasper? Meinen Daten zufolge ist der Wagen stark beschädigt. Alles okay. Ich fahr weiter. Butler ist aus dem Rennen. Ja, Butler ist raus. Wir haben eine Chance. Jackson holt schnell auf, Kasper. Okay. Du musst dir den dritten holen, Aiden. Verstanden, Dritter. Was ist mit Kasper? Wir lassen Aiden vorbei? Ja, lass Aiden durch. Tu, was du kannst, Kasper. Wie geht's dem Auto? Alles okay. Kannst du Aiden was ausrichten? Ihr
Kasper, Aiden. Verstanden. He says you'd better get on that podium. Also jetzt wechseln wir tatsächlich das hier zu. If Kasper's car holds out. Dann sehe ich mal zu, dass ich aufs Töpfchen komme. Nicht auf dem Podium ab. Können wir das heute machen? Ja. Beide Alpha Tauri sind raus. Und Pablas ist sehr gut zu schreiben. Der war viel zu lange gesehen. In der Rechtslage von Wien. Hat bitter bereut und das Teamkollege hat ihm auf den Start genommen. Und trotzdem schlüpft er jetzt in die Rolle von Aiden 6 und soll ins dritte abschließen hier. Und da haben sie auf Platz 6 vor uns in Reichweite Charles Leclerc. Wir müssen auf jeden Fall jetzt überholen. Können Sie mich da mal kurz vorbei annehmen? Und wir sind jetzt am Perez und Bottas dran. Und Bottas ist das große Ziel. Den müssen wir auf alle Fälle schlagen. Wir sind also beide in Reichweite. Wir haben die Hälfte noch des Rennens. Wir sind hier, wo alles damals begann, mit bei ihm ja. Und da, wo das ist eine zweite Hüllung, dachte ich, vorgehe die Formel 1. Ich würde sagen, den kriegt er den Freiplatz der Ferrari. Da bin ich mir fast sicher. Aber wie gesagt. Mal schauen, danach passiert noch. Vorbei am Perez, der auch ein bisschen gegen einen wollte, aber es nicht geschafft hat. So, vor uns ist 3. Ist der gute Herr Bottas in Reichweite. Also ich glaube, der Knaller hat jetzt auf der Linie. Ich komme nicht in die Position, dass ich ihn hier in der Kurve vorbeugen kann, weil er die genau zumacht. Vorbei am Bottas, damit sind wir Dritter, die beiden nächsten sind verfacht und los damit. Können wir das Rennen hier noch gewinnen? Wir haben noch 6 Runden hier in Abu Dhabi. Kollege, also Kasper sitzt immer noch vor Zeit. Aber wir kämpfen hier um den Sieg. Wir haben uns hier bisher erreicht. Wir sollen nämlich von vorbei ein Kasper. Nicht in der Hanalion, fast einfach mal. Aber den Sprung machen wir jetzt. Jetzt sind wir dran an ihm. Da ist er neben uns. Jetzt ist er nicht mehr neben uns. Jetzt ist er weg. Also, wir haben ihn überholt jetzt. Wir wollen natürlich Lewis Hamilton holen, damit wir das Ding hier noch nach Hause fahren. Zwei Euro ist ja ausgeschieden. Das sind eben genau unsere Rivalen als bei den Alpha Tauri. Der Sprung gegen Lewis Hamilton, der ist mit ein bisschen Wissen, zieht ein bisschen rüber, kann aber nicht entscheidend zu machen und damit haben wir die Führung hier in Abu Dhabi. Wir haben noch 5 Runden hier. Ja?
the fastest lap of the race. Keep this up. Vier Runden hier noch in Abu Dhabi. There's five laps of fuel remaining. Ich habe gedacht, dass wir noch ein KW bekommen. Letztes Mal ist es in der Folge ja genau aufgegangen. Wir werden mal genau 18 Folgen. Aber sind am Ende 17? Ja, es sind. Ne, es sind 17 Kapitel gewesen. Ja, 16 Kapitel, genau. Die erste Folge war ja damals ein Prolog. So, wir haben jetzt noch 3 Runden. Box, box, box. Say that again, we're having trouble receiving. Box. Didn't catch that. Say again. Right, come in at the end of this lap. Sieh jetzt, mein Box ist aber rot vor. Weil der Abstand sollte eigentlich relativ groß sein. Wenn wir Glück haben, bleiben wir noch vor Bottas im Ackermann. Aber Ackermann immer noch mittlerweile 5 halt. Also ich hätte sagen, so ständig die Fähigkeit, dann hat Verkehr mittlerweile bei uns haben. Ich glaube, ich gehe nicht in die Box, das ist mir zu heiß. Ich weiß nicht, wie lange der Boxenstopp hier sein wird. Ich muss das zu weit zurückfallen und das soll nicht dritter werden. Aber der Abstand der Bottas und zu Verstappen und so ist zu groß. Ackermann, der war noch ein weiterer Bottas. Zwei, drei Runden noch. There's four laps of fuel remaining. Behind is 30.0 seconds. Auf die Kleid zu verstoppen, um wirklich die Chance zu haben, was zu machen. Ich hätte nicht in die Box gehen, das macht keinen Sinn. Ich könnte mir das so versauen, als hier so versauen. Wenn ich jetzt sage, ich spiele. Ich dachte, das ist 11, wenn ich in die Box gehe. Ey, das ist total heiß. Das ist einfach. Das schaffe ich sonst nicht mehr. Ich spiele jetzt mit 19,5 Sekunden Vorsprung. Jawohl, Ackermann vorbei am Bottas. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nochmal einer vorne passiert. Hamilton oder so aussteigen oder Verstappen, um
Und sie versuchen, um diesen ersten und dritten Platz zusammen zu holen. Das ist zu verstopft und so. Ist zu weit. Vorletzte Runde. Ich hab keinen Teller mitgenommen. Natürlich habe ich ein bisschen über den Jungen geholt. Einer von der Hol, da ist wirklich passiert. Das sind 12 Sekunden oder sowas. Das ist so. Wenn das passiert, dann machen wir so in der letzten Runde. Das wäre natürlich nochmal ordentlich Drama Baby, wenn da jetzt nochmal einer aussteigen würde. Damit natürlich beide Autos auf dem Treppchen haben am Ende. Wir jagen jetzt nochmal bei Williams. Bin mal auf only got two laps of fuel left. This is your final lap of the race. Letzte Runde von Ackermann und seiner Karriere. Tatsächlich Latifi, wie ich erwartet hätte. Schade, sehr cool jetzt irgendwie nochmal. Und dann ist es Zeit. Und sie haben es geschafft. Was für eine Saison für Alfa Romeo. Noch vor ein oder zwei Rennen hätte ich nie damit gerechnet, aber sie haben sich am Ende den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM geholt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann, werden sie den jungen Aiden Jackson natürlich nur sehr ungern gehen lassen. Was für ein Talent ist das? Und für Kasper Ackermann, der nach dem bösen Zusammenstoß mit Butler wieder ins Rennen gefunden hat, war es ein sagenhaftes Ende einer sagenhaften Karriere. Was für ein Rennen hier in Abu Dhabi. Das war's. Danke, Mann. Danke. Hey. Kasper, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hast du den Unfall gesehen? Nein, was ist passiert? Sieh's dir lieber selbst an. Geht's Butler gut? Besser als seinem Ego. Ich wollte dir jedenfalls nur gratulieren und mich von allen verabschieden. Es war mir eine Ehre. Wir sehen uns später. Dann feiern wir. Bleib doch noch. Nein, nein, nein. Ach komm, was sollen die schon machen? Dich bestrafen?
Das ist nicht nur mein Sieg, Kasper, sondern unserer. Wahnsinnsrennen. Ja, Wahnsinnsrennen. Für einen Moment haben wir uns richtig Sorgen gemacht. Oh, Brian, habe ich dich jemals enttäuscht? Soll ich das wirklich beantworten? Lieber nicht. Hey, war mir ein Vergnügen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Du hattest eine starke Karriere. Kasper! Ich glaube, dein Typ wird verlangt. Kasper! Kasper! Und jetzt raus mit dir, Mann! Hast es dir verdient! Ich glaube, das war gerade ziemlich eindeutiges Zeichen. Ich befürchte, dass das gerade ein ziemlich eindeutiges Zeichen war. Das Ende. Ja. Wir sind durch mit Breaking Point. Morgen, wie gesagt, die Folge fällt aus. Klar. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich da kurz reinwerfen könnte. Und dann lassen wir es einfach mal sein und ja, in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Woche geht es dann hoffentlich wieder mit unserer Karriere weiter. Und das war's. Jo, mit dem Monk Grand Prix des Abu Dhabi haben Jax und Ackermann es geschafft, Alfa Romeo den 5. Platz in der Konstrukteurs-WM zu beizubringen. Da das hat den noch durch seine Adern gepumpt wird, nimmt Jackson sich ab, das fand ich gerade im Moment Zeit, um in der Privatsphäre seines Fahrzeugs seine Gedanken und Sorgen über den weiten Weg zurückzulegen, der diesen Moment geführt hat. So, kann ich jetzt irgendwie nochmal. Genau, es gibt nochmal eine kleine Situation nach dem Rennen. Oder? Geht das irgendwie nochmal weiter? Nee, ist Feierabend. Ich dachte, wir hätten nochmal irgendwie was. Ja, dann ist hier Feierabend, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Dann vielleicht sogar schon mit dem Grand Prix von Frankreich in unserer Zweispielerkarriere. Und ja, Dankeschön. Bis dahin und tschüss.